Ja, hallihallo bei einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute geht es um Paris mit dem Campervan. Geht das, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Und der vielleicht schönste Spaziergang durch eine Stadt auf dieser Welt. Beides findest du hier. Bleib dran. Ja, beginnen tun wir natürlich mit dem schönsten Spaziergang durch eine Stadt auf dieser Welt, Fragezeichen. Ich nehme dich auf jeden Fall mit zu meinem Spaziergang mit ganz vielen Impressionen, vielleicht auch zum Nachschwelgen, wenn du schon mal hier warst, oder ganz viele Ideen für deinen eigenen Trip. Jo, im zweiten Teil gibt es dann alles rund um mit dem Campervan oder Wohnmobil nach Paris, Stellplätze, Möglichkeiten, Kosten und ein paar Tipps und Tricks. Genau, die vielleicht dir deine Planung oder auch deinen Trip dann einfacher gestalten. Ja, und als Goodie findest du dann eine Möglichkeit, wie du das Ganze downloaden kannst. Ich habe den PDF zusammengestellt mit all diesen Infos dann hier zu Stellplatzmöglichkeiten, Kosten und dem Spaziergang. Also viel Spaß, schnapp dir was zum Trinken. Ich habe hier meinen Smoothie und genieß Paris. Ich hoffe, der Spaziergang durch Paris hat dir gefallen
Und du bist schon ganz heiß hier auch aufzuschlagen. Also, jetzt gehen wir mal ins Detail mit den Möglichkeiten für Stellplätze. Also, letzten Endes gibt es drei Möglichkeiten, wobei keine davon die wirklich perfekt ist. Die erste ist, man kann mittlerweile in Paris, da gibt es so ein Portal, ich verlinke das alles in den Show Notes, kann man von privat, quasi wie bei Airbnb, Parkplätze mieten. Das Problem ist, was ich so gesehen habe, ich habe keinen gefunden, wo ich mit meiner Höhe von 2,50 mit dem Campervan quasi unterkommen hätte können. Von dem her ist es bei mir ausgeschieden. Das wäre noch so eine Zwischenvariante gewesen. Variante 2 natürlich freistehen auf Parkflächen. Bei Park4Night gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, allerdings alles mit Ratings von einem Stern bis fünf Sternen. Von gefährlich Scheibe eingeschmissen, ausgeraubt bis alles perfekt. Mir war es allein letzten Endes zu heiß, mich auf die Suche zu begeben. Wo ich jetzt hier bei der dritten Möglichkeit aufgeschlagen bin, gegenüber ist quasi ein relativ großer Park und um den Park sind ganz viele Parkplätze, die sind alle kostenfrei. Und da stehen auch einige. Also da habe ich dann schon gedacht, auch große Wohnmobile. Und das wäre sicher eine Möglichkeit für einer, der irgendwie ein gutes Gefühl hat. Ich verlinke das dann auch in diesem PDF drin, wo genau die Stelle ist. Die sieht auf jeden Fall als eine machbare Freistehvariante aus. Ist auch ein bisschen außerhalb von Paris, da gehen wir gleich drauf ein. Möglichkeit Nummer 3, die habe ich jetzt gewählt. Es gibt quasi in Paris oder leicht außerhalb von Paris quasi einen Campingplatz. So, der weiß das natürlich. Ist dementsprechend natürlich im Budget auch angesiedelt. Das ist der Camping de Paris. Und hier gibt es im Prinzip erstmal alles. Also die Flächen sind relativ großzügig. Ist aber eine ganz normale Camping-Atmosphäre. Ich gehe erstmal auf die Vorteile ein. Vorteil Nummer 1 ist, es gibt einen Shuttlebus und zwar bis 11:15 Uhr und dann abends wieder von 17:15 Uhr zur nächsten Metrostation. Wir sind hier quasi 5 Kilometer von der ersten oder nächsten Metrostation Richtung Paris-Rhein entfernt. Da gibt es einen Shuttlebus, der kostet natürlich auch nochmal extra 2 Euro pro Strecke. Aber das ist relativ eine gute Variante, finde ich. Fährt alle halbe Stunde, geht um 9 Uhr los bis um 11:15 Uhr. Dann ist so eine Mittagspause und dann wieder abends um 17 Uhr oder um 17:15 Uhr. Und dann auch immer im Halbstundentakt, sowohl dann zur Metrostation hin und dann wieder von der Metro im gleichen Atemzug dann wieder zurück. Und dann ist man eigentlich schon in der Metrolinie 1 und im Prinzip dann keine 5 bis 10 Minuten von den ganzen Highlights von Paris City erstmal entfernt. Für mich Vorteil Nummer 2 war, ich stehe hier sicher, brauche mir um den Campervan keine Sorgen machen, kann ganz in Ruhe Paris erkunden und für mich jetzt, wenn ich allein unterwegs bin, relativ eine gute Lösung. Kleiner Nachteil natürlich, selbst jetzt in der Nachsaison im Oktober schlägt es immer noch. Ich habe jetzt 40 Euro die Nacht bezahlt, inklusive Strom, was doch für einen Stellplatz relativ happig ist. Aber ist halt Paris und es gibt letzten Endes keine kostengünstige Variante in Paris, außer man steht jetzt irgendwo frei. Ansonsten ist der Campingplatz relativ ruhig, normales Campingplatz-Treiben halt. Und jetzt gehe ich mal auf zwei, drei Sachen ein und mache noch einen kleinen Rundgang, damit ihr noch einen Eindruck von dem Campingplatz hier bekommt, auf die ihr vielleicht achten solltet, wenn ihr hier aufschlagt. Ja, also jede Parkbucht hat quasi hier alles. Einmal Strom, Wasser und auch rudimentäres Abwasser. Und auch hier noch ein kleiner Wasseranschluss, um was sauber zu machen und dann um Frischwasser quasi selber zu füllen. Das hier sind so die Parkparzellen. Hier sind gerade zwei frei. Dann sieht man das mal, ist immer durch so eine leichte Hecke getrennt. Und man hat auf jeden Fall relativ viel Space hier. Da drüben ist zum Beispiel jetzt so ein Waschhaus, ganz normal mit Dusche, WC und Abwaschen. Ist soweit okay. Heute Morgen war das Wasser heiß. Gestern Abend war es lauwarm bis kalt. Also alles dabei. Italiener sind auch da, wunderbar. Da drüben ist ein Spielplatz, dann ist noch ein kleiner Kiosk, wo es jeden Morgen frisches Baguette gibt. Und das waren eigentlich so die Highlights. So, dann braucht man bei manchen Stellplätzen, vor allem die Richtung Straße, die sind nachts ein bisschen lauter, wie ich fand.
Von dem her war der in der Mitte jetzt dann doch ganz okay. Und manche sind doch relativ schräg, vor allem die zur Straße hin. Da brauchst du auf jeden Fall Unterlegkeile oder du liegst halt quasi wie in der Seilbahn drin. Die Italiener hier macht hier richtig Hausmusik, wunderbar. Also, ich hoffe, dir hat es gefallen, der ganze Trip hier. Ich fand es auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Ich fahre jetzt weiter Richtung Atlantik. Und habt ihr ein PDF zusammengestellt, alles mit Paris, Stellplatz, Spaziergang und die ganzen Adressen und GPS-Koordinaten. Wenn du das möchtest, hinterlass bitte einen Kommentar und ein Like, dann schicke ich dir das ganz persönlich zu. Und freue mich, wenn dir das Video gefallen hat und wir sehen uns wieder. Bis bald. Ach ja, und sollte ich noch kein Abo haben hier von meinem Kanal, der kann durchaus noch ein paar Abonnenten vertragen. Wenn dir das gefallen hat, lass doch gerne noch ein Abo da. Den Daumen nach oben haben wir schon erwähnt. In diesem Sinne, mach's gut, take care. Founder.